Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Produktplatzierung. Achtung, jetzt also hier mal wieder Alarmglocken. Ich wurde dafür bezahlt, dieses Theme hier zu testen und ja, das wollte ich nur einfach mal davor loswerden. Es handelt sich dabei um ein WordPress-Theme. Das heißt, wir haben ja die letzten zwei Videos uns angeschaut, wie man einen WordPress-Server aufsetzt. Und dieses Mal wollen wir jetzt hier dieses Theme installieren, was echt super easy ist. Es handelt sich dabei um das Vapula-Theme. Das könnt ihr momentan, glaube ich, zum Discount von 38 Euro, Dollar kaufen. Sorry, Dollar, nicht Euro. Und es handelt sich dabei um ein sogenanntes Multipurpose Corporate WordPress-Theme. Das bedeutet, es kann so circa alles. Hier könnt ihr auch eine Live-Demo euch angucken. Und ja, das Ganze ist natürlich wie immer 24/7-Support. Ich habe das gefühlt irgendwie auch. Und easy to manage natürlich. Also das kann ich wirklich unterschreiben. Das ist super einfach gegangen. Drag-and-Drop-Builder ist dabei, E-Commerce, also das bedeutet so viel wie, ihr könnt damit auch ein Shopping-Cart, also tatsächlich einen Shop auch aufmachen mit dem Theme, das wird alles unterstützt. Ziemlich coole Sache. Hier unten natürlich dann noch mehr Details und Technical Details, also für welche Version von WooCommerce, welche Version von WordPress, welche Version der WordPress Engine und so weiter und so fort. Also was ihr alles da finden könnt und was alles unterstützt wird von dem Theme. Das Theme müsst ihr euch so vorstellen, dass es wirklich überall einfach vertreten. Das heißt, auf der ganzen Seite, ihr könnt dann neue Elemente hinzufügen in WordPress und könnt dann dadurch sozusagen überall trotzdem das Theme noch mit einbinden. Das heißt, jedes Element sieht dann sozusagen so aus, wie das Theme das möchte. Aber ihr könnt trotzdem noch sagen, hey, ich will da und da meine Elemente haben. So, wir gehen also jetzt erstmal auf die Plugins. Und wir haben letztes Mal als Beispiel-Plugin den Cherry Theme Wizard installiert. Und ja, der wird euch, wenn ihr das Theme bei templatemonster.com kauft, dann wird der euch direkt mitgeschickt bei der Kaufanleitung sozusagen. Dann einfach das Plugin hier installieren. Das haben wir letztes Video gemacht, war ja auch nicht besonders schwer. Und dann habt ihr hier unter Tools und Theme Wizard, habt ihr hier die Möglichkeit, ein neues gekauftes Theme zu, einzutragen im Endeffekt. Und diese Template-ID und die Order-ID, die kommen mit eurem Kauf tatsächlich direkt mit. Und dann könnt ihr hier einfach auf Start Install gehen und auf Weiter und seid fertig. Und dann ist das Theme installiert. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend und super easy. Also sehr angenehm. Und anschließend habt ihr das ganze Ding. Das heißt, ihr könnt eure Seite aufrufen. In meinem Fall hier nur einfach dieser Link. Also ohne dieses WP-Admin hinten dran. Und dann findet ihr hier folgendes. Einfach dieses Theme, das schon auf alles applied wurde, was ihr hier gemacht habt. Also es wurde quasi auf den kompletten Content angewendet, den ihr hier kreiert habt. Ihr könnt natürlich eure Seite auch noch verschieben und neue Dinge kreieren. Und ja, am Ende steht hier oben erstmal Vapula, das könnt ihr natürlich ändern, da kann dann natürlich euer Logo rein, das wäre sehr sinnvoll. Dann könnt ihr hier ein Main-Menü setzen, das wollte ich eigentlich nicht machen, das ist nochmal was Separates. Und dann habt ihr hier mehrere Einträge, das ist im Endeffekt euer erster Post, wobei das natürlich jetzt gerade von Nginx bzw. von meinem Browser zwischengespeichert wurde, also Deep Reload, ihr habt tatsächlich einen Post, das war gerade nur mein Browser, der missgebaut hat. Und ihr habt hier die Möglichkeit, dann neue Posts zu verfassen, ihr könnt Facebook, Twitter und so weiter, und ihr seht, das Theme wird einfach auf alles angewendet und sieht wirklich cool aus. Das ist sozusagen ein Beispiel-Comment von einem WordPress-Commenter und ja, sieht echt cool aus, muss ich sagen, mir gefällt es wirklich sehr. Nur die Farbe ist nicht unbedingt meins, aber die kann man natürlich auch sehr leicht anpassen. Und ja, ich mag vor allem den Ladebutton. Ich zeige ihn euch nochmal kurz. Bam, ich finde ihn irgendwie cool. Okay. Und wie ihr das Ganze dann anpassen könnt, ist hier einfach auf Customize Your Site. Und dann könnt ihr neue Elemente überall eintragen. Das heißt, wenn ihr hier diese einzelnen Elemente auswählt, könnt ihr die einfach hier so eintragen. Und dann habt ihr im Endeffekt das Theme automatisch auf auch die neuen Elemente natürlich angewählt. Oder angewendet. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. So funktionieren WordPress-Themes und das war jetzt mal ein Beispiel-Theme. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und falls ja, dann wäre es super, wenn ihr das Ganze über den Link in der Beschreibung kaufen würdet, denn der ist natürlich direkt auf mich ausgerichtet. Ich möchte euch trotzdem noch ganz kurz die Live-Demo zeigen, denn wir haben jetzt hier natürlich noch nicht alle Elemente eingerichtet. Also hier, ganz kurz, was wir hier haben, es gibt mehrere Vapula Styles, hier einmal das Default, das ist das, was wir gerade haben. Könnt ihr euch einfach mal kurz angucken und ja, dann einfach mal durchswitchen sozusagen. Also das ist jetzt das Default-Theme, was wir hier tatsächlich haben. So sähe dann zum Beispiel eine Website aus damit. Und wie gesagt, schaut euch einfach mal das Ding nochmal genauer an. Vielleicht gefällt es euch ja genauso gut wie mir. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.